Welche Ursachen kann Husten haben? Die Auslöser und Ursachen für Husten bei Pferden sind vielfältig. Nicht selten spielen mehrere Faktoren zusammen. Eine entscheidende Rolle dabei kommt den Haltungsbedingungen zu. Denn während wild lebende Pferde Husten kaum kennen, sind unsere domestizierten Tiere viel anfälliger. Wieso aber kommen Wildpferde auch bei den widrigsten Witterungseinflüssen gut zurecht? Und wieso leiden gerade Stallpferde, nicht selten dick eingedeckt, so oft an Husten, Schnupfen und Bronchitis? Die Antwort ist simpel. Pferde, die den Großteil ihres Lebens im Stall verbringen, sind permanent mit Staub- oder Schimmelpilzsporen konfrontiert. Diese finden sich meist im Futter und in der Einstreu. Gelangen Staub oder Schimmel in die oberen Atemwege, reizen sie dort die Schleimhäute und lösen einen trockenen Husten aus. Eine Behandlung von Husten kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Ursachen aus dem Weg geräumt werden. Und dabei handelt es sich zumeist, wie bereits erwähnt, um die Haltungsbedingungen. Ändern sich diese nicht und werden die Pferde permanent mit Staub und Schimmel konfrontiert, verkrampfen sich mit der Zeit die Atemwege. In der Folge verengen sich die Bronchien stark. Als Symptome einer beispielsweise chronisch obstruktiven Bronchitis, auch COPD genannt, treten neben Husten, erschwerte Atmung mit der typischen Dampfrinne an den Flanken, übermäßige Schleimsekretion aus den Nüstern sowie Atemgeräusche auf. Dadurch ist das Pferd stark in seiner körperlichen Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Derartige chronische Atemwegserkrankungen können aber auch dann entstehen, wenn akute Erkrankungen nicht oder nicht ausreichend behandelt werden. Warten wir Pferdebesitzer etwa zu lang mit der Behandlung einer akuten Bronchitis, kann sich diese ebenfalls zu einer chronischen, obstruktiven Bronchitis auswachsen. Auch eine Dämpfigkeit, also ein Lungenemphysem, ist möglich. Was passiert, wenn Pferde permanent in Zugluft stehen? Zugluft ist deshalb so gefährlich, da sie die Körperteile des Pferdes nur separat trifft, etwa Kruppe oder Beine. Die große Gefahr? Der natürliche Schutzmechanismus der Thermoregulation kann nicht greifen und die betroffenen Bereiche kühlen aus. Besonders im Bereich von Kopf und Hals, aber auch bei Rücken und Kruppe, ist Zugluft für Pferde wirklich gefährlich. Sie macht die Pferde anfälliger für Viren und Bakterien und kann zu Atemwegserkrankungen führen. Deshalb sollte man, um Husten bei Pferden vorzubeugen, auch die Belüftung des Stalls ins Auge fassen. Das kann eine knifflige Aufgabe sein. Denn einerseits muss ein ausreichender Austausch der Stallluft gelingen, gleichzeitig sollten die Pferde ja nicht in der Zugluft stehen. Pferdehalter und Stallbesitzer kommen gemeinsam oft zu guten Lösungen. Manchmal können auch Lüftungszeiten vereinbart werden, die Pferde dann außerhalb der Box oder des Stalls verbringen. Wichtig zu wissen: Hustenpferde sollten Pferdebesitzer das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das gilt genauso für Schnupfen. Eine frühzeitige Behandlung von Atemwegserkrankungen ist wichtig, um chronische Verläufe zu verhindern. Mit der Zeit drohen sonst Schäden an der Lunge. Wie zeigt sich eine chronische Bronchitis? Eine der häufigsten chronischen Krankheiten beim Pferd ist die chronisch obstruktive Bronchitis, auch COB genannt. Die Ursache für eine COB ist zumeist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems auf Heustaub, Schimmelpilzsporen und andere allergenwirkende Partikel in der Stall- oder Reithallenluft. Durch die chronische Reizung der Atemwege und der Lunge kommt es zu einer Störung der körpereigenen Reinigungsfunktion. Der gebildete Schleim wird zäher, das Pferd kann ihn nicht mehr einfach abhusten. Außerdem lagert der Körper vermehrt immunologisch aktive Zellen in die Schleimhaut ein. Die Folge? Die Abwehrreaktion tritt beim nächsten Allergenkontakt schon stärker auf. Eine Kaskade, sprich eine Steigerung der allergischen Reaktionen, entsteht. Wie entsteht eine Influenza und was sind die typischen Symptome? Bei der equinen Influenza handelt es sich um eine hochkontagiöse Erkrankung, die sich über die Körpersekrete überträgt. Schleppt ein Pferd das Virus in den Bestand, reicht nur ein Husten oder ein Niesen, um diesen an den Boxennachbarn weiterzugeben. Selbst wenn das Pferd noch keine Symptome zeigt, kann es ein Virenausscheider und damit eine Gefahr für den gesamten Stall sein. Bereits nach einer sehr kurzen Inkubationszeit von 24 bis 48 Stunden machen sich erste Symptome bemerkbar. Ein bis zwei Tage nach der Infektion kann das Pferd bereits an Fieber leiden. Schubweise steigen die Temperaturen zum Teil bis 42 Grad Celsius an. Dies kann, sehr zum Leidwesen des Pferdes, über mehrere Tage andauern.
Ein weiteres erstes Anzeichen für die equine Influenza ist ein heftiger, trockener Husten, der sich im weiteren Krankheitsverlauf in einen feuchten Husten mit Auswurf entwickeln kann. Nasenausfluss, Mattigkeit, Inappetenz, gefolgt von Gewichtsabnahme, Atemproblemen und Apathie sind ebenfalls Begleiter einer Infektion mit der gefürchteten Viruserkrankung. Wie können Pferde eine equine Influenza richtig auskurieren? Sobald der Verdacht auf den Ausbruch der equinen Influenza besteht, sollte der Tierarzt schnellstmöglich informiert werden. Er wird alle wichtigen Maßnahmen in die Wege leiten, um die Ausbreitung im Bestand zu vermeiden bzw. die Übertragung in andere Ställe zu verhindern. Eine medikamentöse Behandlung gegen das Virus existiert bis dato leider noch nicht. Hat sich ein Pferd infiziert, geht es bei der Behandlung deshalb lediglich darum, die Symptome zu lindern. Leidet das Pferd unter starkem Fieber, empfiehlt sich der Einsatz fiebersenkender Medikamente. Ansonsten braucht es viel Ruhe und am besten viel frische, staubarme Luft. Fällt dem Pferd in dieser Situation das Kauen und Schlucken schwer, frisst es am ehesten noch feuchte, warme Futtermittel wie Kops oder Mesh. Je nach Allgemeinbefinden darf sich das Pferd nach Abklingen der Symptome wieder leicht bewegen. Anstrengung sollte dabei aber noch so lange vermieden werden, bis der Tierarzt sein Go gibt. Kuriert man die Infektion nicht komplett aus, kann es zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Hufrehe oder einer eitrigen Rachenentzündung kommen. Chronischer Husten oder bleibende Atemwegsschäden sind in diesen Fällen ebenfalls keine Seltenheit. Prophylaxe einer Influenza beim Pferd nur mit Impfung? Die Impfung gegen die Influenza ist gemäß der Deutschen Reiterlichen Vereinigung Pflicht. Die Grundimmunisierung sollte bereits im Fohlenalter beginnen. Die erste Impfung erfolgt im 6. Lebensmonat. Bereits 4 bis 6 Wochen später muss diese aufgefrischt werden. Danach ist die Impfung dann jedes halbe Jahr zu wiederholen. Vor allem bei Pferden, die viel in anderen Ställen unterwegs sind, sind die Intervalle penibel einzuhalten. Denn diese Pferde sind jedes Mal dem Risiko ausgesetzt, einem sogenannten Ausscheider zu begegnen. Falls die Impfungen doch einmal in Vergessenheit geraten, muss wieder eine Grundimmunisierung in Form zweier 28 bis 70 Tage auseinanderliegenden Impfungen erfolgen. Danach kann der halbjährliche Turnus wieder aufgenommen werden. Sobald der Verdacht besteht, dass sich ein Pferd im Stall mit der Equineninfluenza infiziert hat, sollte eine sofortige Isolierung erfolgen. Sowohl der direkte Kontakt als auch der indirekte, beispielsweise die Benutzung des gemeinsamen Waschplatzes, Verwendung von gemeinsamen Putz- und Sattelzeug, muss streng gemieden werden. Pferdebetriebe, in welchen die equine Influenza ausgebrochen ist, sollten mindestens 4 Wochen gesperrt werden. Diese Maßnahmen und deren Aufhebung sind in jedem Fall in Rücksprache mit dem Tierarzt und/oder dem Veterinäramt zu ergreifen.